Self Lab, der Podcast. Yo, 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 ab geht die wilde Fahrt, wie ihr an diesem tollen Intro erkennt, das ist unser, ich nenne es jetzt mal ein Notfall-Intro, es wurde degradiert eigentlich zum Abspann, ja, weil es gab... Nein, wir haben es liebenswürdigerweise zum Abspann degradiert. Es gab Fans, deswegen habe ich es halt noch behalten. Aber also vor allem mehr Bayer-Fans. Ja. Viel mehr. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Bayer oder meinem Intro, dann hat natürlich mein Intro den Vorrang. Ich sag dann Bayer. Ja. Aber ich glaube, vielleicht hast du das mal irgendwann im Suff gesagt und deswegen scheint die Ära der Bayer-Intros vorbei zu sein. Na, oder heute ist einfach Mittwoch und er hat es verpeilt, weil ich gestern gesagt habe, Bayer, leg dich hin, wir brauchen Dienstag keins. Nee, du hast es mit Montag hast du es ihm gesagt. Ja, und da habe ich ihm gesagt, Bayer, wir brauchen Dienstag keins, leg dich hin. Wir brauchen es Mittwoch, meinte er, oh, perfekt. Ja, perfekt, mache ich keins. Ja, es ist wie es ist, ne? Ich glaube, die Intros werden jetzt... Jetzt jammer hier nicht so rum und setz den Bayer nicht unter Druck. Ich setz ihn höchstens emotional unter Druck, weil ich halt auch einfach traurig bin. Es ist vollkommen okay, wenn er nur alle 2 Wochen was liefert, alle 3 Wochen, weil dann wird es besser. Weil nichts ist langweiliger als etwas, was jede Woche kommt. Wo irgendwann total die Luft draußen ist, weil man einfach keinen Bock mehr drauf hat. Im Vergleich zu uns beiden kommt aus Bayer einfach viel mehr Witziges. Der muss nicht auf alle 2 Wochen runter. Du glaubst gar nicht, was aus mir alles Witziges kommt. Zum Beispiel lustige Bewerbungsfotos, die 50 Jahre alt sind. Nur weil du dann kicherst. Ich weiß sogar, warum du das Foto hochgeladen hast. Ja, aber es ist nicht so witzig, wenn du anfängst, einfach auf Reddit zu gehen und die erstbesten Sachen zu suchen. Ich habe einfach, die jeder kennt, weil sie unter den Top suchen sind. Also. Und die dann zu benutzen. Ich habe ein sehr creepiges Bewerbungsfoto von mir gefunden. Das habe ich damals anscheinend benutzt, um eine Ausbildungsstätte zu finden. Ich bin hier zu einem Fotografen, ich weiß noch genau zu welchem. Und zwar der Fotograf hier vorne an der Subbelrather Straße. Ja? Geht da nicht hin. Der ist. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich macht er ja Fotos noch mal so wie damals. Also, Subbelrather Straße sind bestimmt so 40 verschiedene. Nee, da ist ein Fotograf an der Haltestelle Subbelrather Straße. Ja? Da hängen immer nackte Brüste im Fenster. Das ist so ein Fotograf. Und bei dem war ich. Das ist ein Rufmord. Da hängen immer nackte Brüste im Fenster. Nein, aber wenn du dir jetzt schlecht redest. Ja, hallo, ich traf bei Google auch. Entweder gebe ich ihm bei Google 2 Sterne oder ich sage jetzt hier im Podcast, dass das Foto halt scheiße ist. Nach heutigen Standards. Ich sag mal so, das Foto ist 15 Jahre alt, ja? Und der Fotograf, den hat man teuer bezahlt. Ne? Und er war halt der Meinung, dass man interessanter wirkt, wenn man eine Steve Jobs Gedächtnispose einmacht und sich mit Zeigefinger und Daumen mit leicht eingeschränktem Kopf zur Seite sich ans Kinn fasst. Ich glaube, die meisten, die dich kennen und auch unseren Podcast, wissen ganz genau, dass auch der 13-Jährige, wie ich schon meinte, ich habe da eine Idee, warte mal. Machen Sie mal so ein Foto. Nee, definitiv nicht. Ich habe lange überlegt, ob ich mir dieses Fotobob kaufe. Ich habe noch normale Fotos, ohne hier Steve Jobs Hand an Kinn, ja. Aber ich glaube, die habe ich dann auch verwendet. Ich muss mal eben die... Aber trotzdem habe ich halt dieses Foto gekauft. Ja, und heute sieht es halt aus wie... Also, ja, es hat Meme-Potenzial. Was machst du? Ja, die Tür zu. Ach so. Es hat nach Katzenpisse. Ja, weil hier eine Katze rumläuft und die rumpisst. Und die hat sich gedacht, ach komm... Da Sebi hat sie angefasst und Sebi ist ja schon so eine kleine Twitter-Berühmtheit und deswegen hat sie sich einfach gerade ein bisschen eingenässt, glaube ich. Und also die ist sofort aufs Klo gerannt und hat wohl nicht so ordentlich mit den Füßen geschacht, sage ich mal, ne? So ist das. Auf jeden Fall bin ich dann auf die Idee gekommen, bestes Bild für eine Autogrammkarte. Weil wenn unser Podcast eins ist, dann ist es Humor, der 15 Jahre alt ist oder 15 Jahre hängen geblieben ist. Ja, wir sind die zwei ältesten 15-Jährigen aus den 90ern. Ja. So ist das ungefähr. Pickel habe ich immer noch. Ich auch. Ja. So, ja, passiert. Ja. Drückst du aus? Bist du immer. Ein Ausdrücker? Ja. Bist du so. Na, es kommt drauf an, wie tief der ist. Findest du das gut? Wenn er noch richtig tief sitzt, aber wenn er schon vorne so gelb ist, ja. Ja. Dann muss ich danach schon mal das Sedulin aus dem Bist du dann der Mensch. Für den Spiegel vor dir. Ja, ja. Bist du eher so der Mensch, der beim Pickelausdrücken Ekel verspürt oder. Ja, Befriedigung. Souveränität. Souveränität. Ich habe Kontrolle über meinen eigenen Körper. Ja? Hast du ja nicht. Ja, doch. Ich kann bestimmen, was damit ist. Oder schaffst du es ohne Hände. Und wenn ich genau, das wäre geil, wenn du so Muskelgruppen im Gesicht anspannen könntest, dass du einen Flatsch. Pickel quasi rausdrückst damit. Aber jeder war doch sicherlich schon mal in der Situation, mal vielleicht in der Schule oder in der Bahn oder so, oder irgendwo in einem Gespräch und neben einem saß so dieser eine Mensch mit diesem Vesuv-artigen Auswuchs an der Seite, wo du denkst, wenn er jetzt eine hastige Bewegung macht, dann bin ich
am Arsch. Dann sagst du einfach, Entschuldigung, Sie haben da einen Pickel. Ich habe Angst, dass Ihr Alter mein Gesicht berührt und damit Infektionen übertragen werden. Ich glaube, das ist in den heutigen Gesellschaften durchaus angesehen und kann so auch angesprochen werden. Sollte. AIDS und so. Ja. Ich wette, AIDS kann durch Pickel übertragen werden. Ich glaube nicht, Sebi. Warum nicht? Ich glaube nicht. Sind auch Körperflüssigkeiten. Und wenn ich AIDS, nicht wenn ich AIDS, wenn ich Pickelsekret, also Pickelalter ins Auge bekommen sollte, gibt es da eigentlich einen Fetisch für? Gibt es da einen Reddit für? Ich muss zu Hause mal recherchieren. Ach, Sebi. Du bist, ne? So langsam musst du aufpassen, dass du nicht auf das RTL-2-Niveau von Twitter runterrutscht. Also ich habe mittlerweile keine Hemmung mehr. Ich kann ja, alles ist, raus. Ich glaube, Sebi ist jetzt einfach ein auf nach mir die Sintflut. Ja, es ist vollkommen egal. Hör mal, wenn Olli Schulz und Jan Böhmermann da hingehen können und sagen, Frauen prostituieren sich, weil es ihnen Spaß macht, dann denke ich mir, okay, ich brauche mich nicht mehr zensieren. Oh, jetzt sind wir in diese Bento-Ecke gerutscht. Sind wir das? Naja, das ist ja schon fast, wie heißt denn das? Ne? Clickbaiting für die Folge. Ach so. Ja, genau. Du hast ja nicht den Sarkasmus mitgenommen. Clickbaiting ist übrigens ein gutes Thema. Ich fahre jetzt immer mit dem Fahrrad. Ich habe gerade eben schon geheult, dass ich 20 Kilometer jeden Tag jetzt mit dem Fahrrad fahre. Ja. Weil es gesund ist. Er fährt tatsächlich 10 Kilometer. Also, und es macht Spaß. Von Ehrenfeld zur Sebis Arbeit ist es ungefähr 8 Kilometer Luftlinie. Von mir zu dir 4 Kilometer Luftlinie? Ja, das Problem ist, es sind halt, meine Firma ist von mir etwa 4 Kilometer Luftlinie entfernt. Ja. Und was ist das Krasse daran? Da ist ein Rhein dazwischen. Und darum muss ich halt einen Bogen fahren. Und darum ist eine Strecke etwa 10,5 Kilometer lang. Aber kannst du denn nicht einfach einen Wasserski kaufen? Habe ich schon überlegt. Entschuldigung, kann man nirgends anlegen. Sebi trinkt übrigens regionales Bier aus Wukis Heimat. Alster, Kiezmeche. Gutes Astra-Alster. Ja, ja. Auf jeden Fall fahre ich dann jeden Tag beim Express vorbei, ja? Hier, das Scheibenhaus da an der Amsterdamer Straße, ne? Scheibenhaus? Das Scheidenhaus. Nein, das wird nicht der Titel, das wird zu einfach. Scheidenhaus? So, Scheidenhaus. Ja. Dafür sind wir bescheiden. Da sind wir rüber. Ne? Das brauchen wir nicht mehr. Ja. Ja. Das brauchen wir nicht. Wir nennen ihn den Vaginalsaal. Nein, das brauchen wir nicht mehr. Der ist gut. Auf jeden Fall fahre ich jetzt jeden Tag an dem Ding da vorbei. Und da ist eine Werbung von Verdi, also von der Gewerkschaft Verdi, ja? Die sagt, unsere Kölner Presse stirbt aus, weil der Stadtanzeiger und der Express verkauft werden sollen. Ja? Denke ich mir, ja, okay, selbst schuld. Wer Scheiße produziert, braucht sich nie wundern, wenn keiner mehr diese Scheiße liest. Warst du das letzte Mal auf Express oder Mopo oder irgendwie sowas? Ist ja alles das Gleiche. Ich kann dir nicht sagen, auf welchen Nachrichtenseiten ich bin. Nur selten guck ich drauf, wo ich da eigentlich gerade bin. Mhm. Ich lese mir über Google News die Headlines durch und klicke, wenn es interessant ist, drauf. Mhm. Und wenn der Beitrag entweder sehr lame oder sehr fragwürdig erscheint, dann gucke ich nochmal nach, wo ich das überhaupt gerade nachgelesen habe. Mhm. Und dann erwischt es mich meistens, dass ich auf Express, Bild oder sonst was bin. Ja. Oder auch SZ, auch ganz übel manchmal. Es ist die Süddeutsche Zeitung. Ja, die sind auch nicht immer das Beste. Aber Clickbaiting ist viel. Aber ich habe jetzt öfters mal gehört, dass das einfach auch notwendig ist für die, weil die sonst einfach niemanden finden, der es noch lesen will. Aber es nervt einfach, die Tagesschau liest sie doch trotzdem und die überlebt. Ja, weil Gebühren lest und so. Lest die Tagesschau nicht. Ich habe die App, da gucke ich regelmäßig rein. Ich gucke die höchstens. Kann man auch reingucken, aber ich lese sie auch, ja. Aber trotzdem, ich bin jetzt nur mal auf der Startseite vom Express, ja. So. Aber die, ja, Artikel, ich wollte sagen, aber die Tagesschau kriegt doch Kohle von uns sowieso. Wir haben doch schon ein Tagesschau-Abo. Aber trotzdem muss es ja einen Grund geben, dass sie die Kohle weiterhin bekommen. Wenn das keiner lesen würde, dann würden sie auch nicht hochqualitativen Zeug produzieren. Aber wir sind ja in Deutschland. Ja. Die Koaxialkabel, die wir fürs Fernsehen benutzen, sind nun mal nicht so, dass man die einfach so ablesen kann. Also du kannst dich nicht mit einem Stecker an meine Hauswand setzen und damit rausfinden, was wer guckt. Aber ich rede doch von der Tagesschau-App. Ja, ich rede von der Tagesschau an sich. Ja. Erstmal. Dementsprechend, also Fernsehen ist doch eh alles geschätzt. Ne? Ja. Quoten sind doch eh alles geschätzt. Ist es auch. Also, ja. Ja. Also durch eine repräsentative Umfrage ist das Ganze dann relativ. Ich war noch nie Teil einer repräsentativen Umfrage. Du wirst auch nicht gefragt. Und ich finde es echt kacke. Ich will so langsam echt mal in es die repräsentative. Es gibt 2000 Haushalte in Deutschland, diese 2000 Haushalte repräsentieren die deutsche Gesellschaft. Und diese 2000 Haushalte haben einen speziellen Receiver zu Hause, der gleichzeitig transmittet, ja, wer was. Ja, das ist guckt. Doch diese Familie. Ja, 2000 davon gibt es in Deutschland. Ja, ja, aber das ist ja nur fürs Fernsehen. Ich meine aber so repräsentative Umfragen. Ja. Weißt du? Will ich gar nicht teilnehmen.
so einigen, ne? Express. Du könntest auf ein Zitat aus irgendeiner Folge von uns zurückweisen. Was denn? Wenn du in der Umfrage gefragt wirst. Ach so. Ja, da zitiere ich übrigens Sebastian, Folge 110. Scheiß Nazis. Wunderbar. Hätte zu der letzten repräsentativen Umfrage übrigens sehr gut gepasst, finde ich. Ich wurde letztens von Forza angerufen. Von Forza? Mhm. Die haben mich irgendwas wegen Elektro gefragt. Du spielst nur Formel 1. Ah, Express. Titelstory. Mann macht unheimlichen Fund im Wald bei Tschernobyl. Da-da-dum. So, ja, wenn ich da rein, ich kann dir genau sagen, ich klicke da rein. Der unheimliche Fund ist, dass da ein fünfblättriges Kleeblatt ist. Und das ist natürlich da, weil daneben ein Kernreaktor explodiert ist. Ja, ich habe mittlerweile so ein bisschen... Das langweilige Pendant zu Glubschi. Ja, ich habe mittlerweile so ein bisschen den Fetisch entwickelt. Ich schaue mir diese Clickbaiting-Titel an und überlege mir, was und dahinter sein könnte. Was da wirklich dahinter ist. Pass auf. Bruder von Florian Silbereisen mit dramatischem Statement. Sag du mir, was das dramatische Statement ist. Ich gucke in den Artikel rein. Florian Silbereisen geht's gar nicht so gut in der Öffentlichkeit und leidet unter Depression. Moment, das Tolle jetzt ist es ja nicht nur Clickbaiting, sondern der einzige Satz, der relevant ist, ist ganz am Ende vom Artikel. Ich gehe mal ganz nach unten. Er ist gläubig. Oh mein Gott. Ja. Alter, was? Musikantenstadel und Religion arbeiten zusammen? Ah, Traditionsbäcker. Warte, ja? Vielleicht ist er aber gar kein Christ. Vielleicht ist er auch. Wäre für die Express in Bayern vielleicht schon etwas kritischer. Vanessa Mai postet eindeutiges Foto und verrät Geheimnis. Ist das nicht die Blinde? Nee, das ist die May. Vanessa Mai ist so ein Schlagerding, sowas wie Helene Fischer. Aber die mal bei DSDS war. Ja. Ja, sorry. Vanessa Mai postet eindeutiges Foto und verrät Geheimnis. Sie hat ein Tattoo. Sie versucht es bald als Schauspielerin. Punkt. Das ist das Geheimnis. Willst du noch ein? Ja. ihr wollt doch auch alle mitraten. Aber wir müssen die Pause länger machen, damit die Leute mitraten können. Experte erklärt, welche Flüchtlinge jetzt wirklich zu uns kommen. Wahrscheinlich wird der. Also, ja, warte, Express ist das, ne? Ja. Ich weiß nicht genau, ich bin ja nicht mit dem Express aufgewachsen. Ist der Express da wirklich so böse wie die Bild? Nö, gar nicht. Okay, dann würde ich eher sagen, dass die jetzt sagen, ja, die jetzt zu uns kommen, das sind die Studierten. Ich muss ganz nach unten gehen. Ja, Experte, die meisten Flüchtlinge sind gut gebildet und jung. Tada! Tada! Ja? Das ist doch eindeutig, oder? Ja, aber so geht das jedes Mal. Und ich mache mir mittlerweile echt einen Spaß auf der Arbeit. Was könnte da drin stehen? Ich habe schon eine Strichliste, ob ich nah dran liege oder nicht. Was gut, ich habe jetzt einen von drei Punkten. Ah. Oder? Ballermann-Sängerin posiert Splitterfasernacht nackt im Badezimmer. Melanie Müller. Nein, das ist diese Mia Luna. Magma heißt die, glaube ich. Luna. War die auch mal nackt? Nee, aber die kommt aus Mallorca. Hm. Oder war die nicht sogar, die war doch, glaube ich, ein Playboy. Pietro Lombardi beim Arzt. Die wichtigste Sache kann er auch mit kaputter Hand machen. Was wird's sein? Komm, Wookie, was Autogramme wird schreiben. Es sein? Autogramme schreiben, meinst du? Ich gehe wieder ganz nach unten in den Artikel. Moment, er war im Krankenhaus verletzt. Verletzung, wie kam es dazu? Er kann trotzdem noch den Daumen hoch machen. Ah. Also Selfies. Boah, fick dich, Express. Das ist unglaublich. Vor allem das Geile ist einfach, du gehst auf diese Seite und ich gehe da ganz ehrlich drauf, um dann zu gucken, was beim FC los ist und bei den Haien. Weil das ist eine zuverlässige Quelle, was den lokalen Sport hier angeht. Die sind jetzt wieder zurück, ne? Die sind jetzt wieder da. Die sind ja wieder da, ja. Ne? Aber trotzdem, dann siehst du da halt, keine Ahnung, irgendeine Olle postet ein Strandfoto von sich bei Instagram, ja? Und landet damit im Express. Es ist hat nichts gemacht. Wie viel Werbung, wie viel Nachrichten, also dadurch, dass Google News das ja auch alles sammelt, ne? Ja. Es ist unfassbar, wie viel Instagram-Sachen und Twitter-Sachen einfach zu Nachrichten werden. Das ist es halt, ne? Ja. Journalismus ist heutzutage daraus geworden, dass ich in meinem Büro sitze, durch Instagram durchgucke, ja, und dann schreibe ich, was ich bei Instagram finde. Und das ist zu wenig Aufwand. Und darum gucke ich die Tagesschau, die machen sowas nicht. Ja, ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich früher ganz gern die RTL 2 News lieber geguckt habe. Aber nur wegen den Moderatoren. Unter anderem. Ja. Aber auch, weil es natürlich dann auch die interessanteren Themen danach noch kamen.
Ich rede hier von Wookie mit 14, 15, weißt du? Außerdem liest du auch direkt nach Dragon Ball. Ja, also dann ist mein Haar verhängt. Hast du ja nie. Das ist der Viewerflow, wa? Die Leute, ja, der Viewflow, genau. Der Viewerflow, genau, die wollen ja, halt die das ziehen, dann. Gute ja. Sendungen ziehen ja in die nächste Sendung mit rein. Audience Flow heißt es, Entschuldigung. Audience Flow. Ja, Audience Flow. Ja, Sebi, aber das kommt zu einer... Ich habe heute irgendwie so einen Sprachfehler. Es tut mir leid. Ich bin heute ein bisschen überdreht. Ich hatte ein sehr hartes Wochenende, muss ich sagen. Richtig übles Wochenende. Junggesellenabschied. Ja, von meinem Bassisten. Hm. Es war ein sehr klassischer Junggesellenabschied. Hm. Er bestand aus einer VR-Halle. Gab's Titten? Steak. Gab's Titten? Ein bisschen CSD, also ja. Und dann sehr viel Alkohol auf Kölns Studentenmeile. Hm. Aber ich habe den besten Mexikaner Kölns gefunden, definitiv. Oh. Und wer auch immer der Meinung ist, dass das nicht stimmt, sagt mir Bescheid, ich find's raus. Und zwar im Nox. Sagt ihr das Nox was? Nein. Die Kyffhäuser Straße. Ja. Ich glaube, das ist die Kyffhäuser Straße. Die Parallelstraße ist zur Zülpicher Straße. Ist ja keine Parallelstraße, die geht ja diagonal, die geht ja... Aber sie schneiden zur. Sich nicht. Ja, ja, doch, an, na klar. Nein. Bahnhof Süd. Was? Bahnhof Süd fährt die Kyffhäuser da drauf. Ja, sicher. Was? An der Kreuzung mit Bahnhof Süd ist die Kyffhäuser. Ach ja, stimmt, da. Ja. Also, aber auf jeden Fall, wenn du die Kyffhäuser reingehst, ne, und dann ist da eine Kreuzung. Und da ist ja noch und die zweite Straße, die sich kreuzt. Das ist die Straße, die ich mir wahrscheinlich nie merken kann, wie die heißt. Aber auf einer dieser beiden Straßen ist das Nox. Und da gab es Mexikaner. Und die waren so lecker. Also, für jemanden, der um halb zwei nochmal hungrig wurde, war das die beste Wahl. War das ein Fastfood-Mexikaner oder war das eigentlich, ich setze mich hin und esse Mexikaner? Ich rede vom kurzen. Ach so, ein Mexikaner. Ja, Sebi, ich rede von Schnaps. Ah. Der war wirklich, wirklich lecker. Ich dachte, es geht um Essen. Naja, irgendwie schon. Ne? Ach, den Schnaps-Mexikaner. Ja. Das ist doch, was war das? Tomatensaft. Sebi kennt nur Mexikölner. Ist das nicht Tomatensaft mit Tequila? Und scharf. Ja. Ja, ja. Dann gibt es natürlich in verschiedensten Abwandlungen. Hallo, noch wir sind 34 und du erzählst mir vom Mexikaner. Und ich du überleg, wo bist ich am, 34, wo, Alter. Wo ich am Freitag... Ich habe noch anderthalb Wochen... frische 32 vor mir. Ach, du hast ja bald Geburtstag, ne? Ich habe ja bald Geburtstag. Und da geht Sebi auf Amazon. Machst du was? Natürlich. Wann denn? Am letzten Juli-Wochenende. Warum sagst du denn nichts? Da kann ich nicht. War mir sowieso schon bewusst, dass du nicht Zeit haben wirst. Am 28. bin ich mit dem Golf und mit dem Bayer verabredet. Also da kannst du nichts machen. Ist auch der Sonntag. Ja. Wer feiert denn am Sonntag? Ja, da muss ich aber fit sein, weil ich einen Bayer abziehen muss. Tja, Gott, so, vielleicht lade ich den Bayer einfach mit ein. Oder lade ihn nicht ein, dann ist er vielleicht fit. Aber sauer. Und, ja, was meinst du, was der dann für einen Abschlag hat? Nee, an dem Wochenende wird es an einer geheimen Location, ich möchte nicht, dass du darauf weiterhin eingehst, wird es meinen Geburtstag geben. Soll ich darauf weiter eingehen? Wollen wir nicht einfach einen Slot verlosen? Was für ein Slot? Hier auf der Party dann. Ach so, ach, du willst hier feiern? Nein. Irgendwo. Und da wird es einen Slot verlosen. Und wir verlosen einen Slot. Also VIP-Bändchen für deine Geburtstagsparty. Ja. Ja, okay. Und aber mit einem Extrapunkt, du musst deine Autogrammkarte ausdrucken auf jeden Fall. Na klar. Okay, passt auf, Leute. Ihr könnt jetzt exklusiv am jetzt letzten Juli-Wochenende anscheinend, ja? Ja, in Köln. Samstag? Ich glaube, es wird der Freitag. Du hast Freitagsgeburtstag. Ja, es wird also der feierst Freitag. Du aus deinem Geburtstag raus? Ja. Da habe ich aber ein Golfturnier, da komme ich später. Das ist mir klar. Aber, okay, Leute, ihr könnt jetzt was gewinnen. Ja, wie denn? Was müssen die denn machen? Ich weiß nicht, was sollen die machen? Schreiben? Einfach schreiben? Schreibt uns bei Twitter. Twitter ist gut, das macht Reichweite. Ich will irgendwas mit GIFs, ich mag GIFs. Wer das lustigste GIF, wer ein GIF an I Love Lamb schickt, was Wookie am stärksten zu lachen bringt, das machen wir nämlich nächste Woche. Oh, das finde ich gut. Ja? Das finde ich gut. Der darf dann ganz spontan auf meine Geburtstag. Genau, plus eins. Aber dann schon Frau. Also eine Moment, muss eine das Frau ist sein. Jetzt aber sehr diskriminierend. Nein, überhaupt nicht, weil es geht um Equality. Hier muss 50-50 sein. Und was ist, wenn wir ein lesbisches Paar haben, wo es dann komplett egal ist, weil die keinen Männer wegschnappen? Oder zwei Schwule, die keinem eine Frau wegschnappen? Dann ist es vollkommen egal. Diese 50-50-Regel macht absolut keinen Sinn mehr im 21. Jahrhundert. Oh, Sebi, Alter, das ist progressiv. Du hast mich überredet. Okay, einfach plus eins. Aber kein Assi. So. Gut, aber bitte. Und ich habe übrigens rausgefunden, ne, wo wir noch beim Thema Express sind. Ne? Ja. Ich erinnere mich doch gerade an eine, irgendwie passend zu dem Thema gerade, Assi. Es ist ein wunderbares Thema aufgefallen in den Nachrichten letztens im Internet. Und zwar, nur damit es alle wissen, Andreas geht's gut. Viele haben ja gedacht, Andreas wäre tot. Aber Andreas lebt und dem ist gut. Und seine Frau, die macht jetzt wohl in Porno-Business. Ich rede natürlich von Andreas.
Halt, stopp! Ach, der? Ja! Da habe ich tatsächlich letztens. Ist er wieder im Fernsehen? Nee, aber ich habe letztens einen Bericht in den Nachrichten, also in irgendwelchen Internetnachrichten gelesen, dass es Andreas gut geht. Und seine Frau macht Pornos. Und die macht jetzt Pornos. Ich kann mich aber an seine Frau gar nicht erinnern, weil die war ja in diesen Ausschnitten, die ich gesehen habe, gar nicht zu sehen. Ja. Ich habe die Folge gesehen. Alter Schwede. Ist das ein spezieller Geschmack, oh, den man das, da, haben soll? Ich glaube, Leute, die einen speziellen Geschmack haben, würden sich jetzt angegriffen fühlen. Hm. Suchen wir mal nach RTL 2 Andreas Freundin oder Andreas Frau. Ich glaube, du musst einfach nur Andreas Frau eintippen. In der Zwischenzeit kannst du nochmal bitte, gehen wir nochmal zum Gewinnspiel. Ja. Also das Gewinnspiel, ja. Ganz einfach. Also wie heute ist ja, wenn ihr uns hört, wahrscheinlich Donnerstag. Wenn ihr den Slot auf meiner Geburtstagsparty haben wollt und eine Autogrammkarte von Sebi, und vielleicht bastle ich auch noch eine, dann, Sebi hat das Bild gefunden. Ja, es ist die mit den Augenbrauen. Das ist Sabine, oder? Hat sie komische Augenbrauen? Weiß ich nicht. Hat die, ja, so, das, die hat so, so, sie hat so ein Ding hier oben. Hat die so ägyptische Hieroglyphen als Augenbrauen? Oh, oh mein. Ja, auf jeden Fall, dann postet mit uns als Referenz bei Twitter ein GIF und das, was ich am witzigsten finde, das wird dann der Gewinner sein. Genau, und der kriegt dann halt Eintritt, VIP-Status auf unserer Party, auf Wookies Geburtstag, ja. Plus eins. Plus eins ist kein VIP. Plus also, eins. Einzige weitere Ausnahme, ganz klassisch, muss einen Salat mitbringen. Gibt es denn Bier? Ist Bier da? Es wird Bier da geben. Okay, Bier gibt es dann da. Okay, aber nicht flat. Und zusätzlich kriegst du auch noch eine Original-Autogrammkarte von mir. Yeah. Ja. Ich kann auch mal irgendwas verschenken hier. Hast du irgendwas, was du loswerden musst? Ja, ich habe auch noch einen Originalsatz Winterreifen von einem Volvo C30. Glückwunsch. Für günstige 200 Euro. Also, wer auf die Party kommen will, den Originalsatz Volvo Winterreifen. Der bleibt schön weg. Okay. Party. Nein, wir finden schon was gut. Okay, Party, Autogrammkarte und ein Spaß. Ich hab noch ein und ein Trikot Selfie. In L ein von mir. Ein Selfie mit uns. Ah, und ein unterschriebenes Trikot von Sebi und mir. Ja. Ja. Ach, ein Isle of Lamp? Ja, wir haben noch eins. Du hast ja noch, weil wir das damals. Ich habe jetzt ein L, weil man hört es an meiner Bassstimme, ich bin XL. Richtig. Ja, muss man sagen. Deswegen, und du hast damals gesagt, ja, kauf L, passt schon. Ja. Ja, der Rest meiner Schüler sind tatsächlich L, aber die sind halt amerikanisches L. Ja. Das ist der Unterschied. Ja, amerikanisches L ist halt auch, ne, wenn du amerikanisches L bist, ist halt auch nicht so ein gutes Zeichen. Ja. Aber Sebi kam das vorhin an und was hat Lumi gegessen? Eigentlich sollte. Einen Joghurt mit Heidelberg. Aber eigentlich sollte dir dann gerade amerikanisches L passen. Oder nicht? Ja, nein, alle meine anderen T-Shirts sind amerikanisches L. Und du hast jetzt ein deutsches L gekauft. Mm. Und das war ein bisschen eng. Ja, sagen wir so, das war sehr betonend. Sah sexy aus. Ja. Ja, gut. Also, ihr wisst Bescheid. Schreibt uns bei Twitter. @realisleoflamp. Ja. Und vielleicht sind bis dahin sogar unsere Aufkleber. Dann kriegt ihr noch einen Haufen Aufkleber oben drauf. Ja. Alles wird hier rausgeschmissen. Ich hab auch noch einen Aufkleber von meiner Band und noch einen Sampler. Gibt es auch noch dazu. Und es gibt eine Zufalls-DVD aus meinem DVD-Rack, die ich einfach nicht loswerde. Ganz wichtig, Deadline. Es gibt ein Isle of Lamp Freunde-Paket. Isle of Lamp Freunde-Paket. Kannst du so ein Körbchen besorgen? Nee. Wirklich, du hast jetzt 2 Wochen Zeit, du schaffst es nicht, ein Körbchen zu besorgen, oder was? Ach so, ja, bestimmt. Ja, und dann machen wir es so mit durchsichtiger Folie und so mit einem Schleifchen oben dran. Ja. Und den füllen wir mit Isle of Lamp Merch und Isle of Lamp nahem. Damit unsere 100.000 Zuhörer nicht uns noch in 3 Wochen erschreiben, wenn sie diese Folge hören. Deadline ist am 16. Juli um 18 Uhr, weil danach zeichnen wir auf. Ja? 16. Juli, 18 Uhr, bis dahin bei Twitter unter dem Hashtag Ich will zu Wookies Geburtstag, Bitch. Ja. Ja, wir setzen uns dann mit euch auseinander oder in Verbindung und setzen uns auf meiner Geburtstagsparty dann mit euch auseinander. Und dann kriegt ihr auch die Infos, wo ihr hin müsst und so. Genau. Ja, weil ich habe keinen Bock, hier irgendwie so eine Facebook-Veranstaltung draus zu machen, wo dann plötzlich 5000 Leute sind. Nee. Ja. Okay, du hast gesagt, du hast es auch heute eilig, oder? Ich habe es ein bisschen eilig, aber ich würde trotzdem gerne noch über ein wichtiges Thema sprechen. Also ich habe so ein Thema, das ziehe ich jetzt seit 3 Wochen mit mir mit, aber ich will es einfach, glaube ich, nicht ansprechen, weil ich... Ach, komm. Angst vor meiner Reaktion. Nein, es geht um das Arschabwischgate, das wir damals rausgefunden haben. Für alle, die es nicht wissen, es gibt anscheinend, also für alle normalen Zuhörer, es gibt anscheinend Menschen, die sich im Stehen den Arsch abwischen. Anders gesagt. Liebe Menschen, es gibt Menschen, die wischen sich im Stehen den Hintern ab und es gibt Menschen, die machen das Ganze im Sitzen und keine dieser Menschengruppen weiß um die Existenz der anderen. Ja, und wir haben diese Existenz gefunden. Also eigentlich dürften wir uns jetzt lateinische Namen für diese 2 Menschenarten aussuchen. Wookie und Sebi. Ja, genau. Ja. Der Homo Sebi. Der Homo Sebi.
Und der Homo-Wookie. Der Homo-Sebi und der Homo-Wookie. Worum geht's da? Ja, um Popo-Sachen. Genau. Nein, aber ich glaube, es gibt noch eine dritte neue Spezies, die ich gefunden habe. Ich glaube, ich würde sie den Neandertaler dieser Sorte nennen. Es geht um ein gewisses Klo, welches nicht mein Klo ist zu Hause oder von irgendwelchen Freunden, aber es geht um ein gewisses Klo, auf dem ich hier und da mal Zeit verbringe. Und dieses Klo Arbeit. Ist ein Klo, das... wo es komplett zugemauerte Kammern sind. Es gibt halt nur vorne eine Tür. Mhm. Und gefühlt ist es komplett gekachelt. Es ist durchgehend gekachelt. Das mhm. ist wirklich an die Wände sind auch so mit ganz, ganz kleinen Kacheln. Ne? So Rittersportquadrate, so mhm. groß. Und seit 2 Wochen, oder seit 3 Wochen jetzt, sehe ich am Klopapier, ne, an der Kachel, ist da so ein 5 cm langer kleiner Kackestreifen. An der Wand. Ich stelle gar nicht in Frage, ob das irgendwie hygienisch ist oder sonst was. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die erst abwischen und dann die Hände abtrocknen. Mm. Und das ist einfach echt fies. Moment, was? Du siehst halt die ganze, ja. jedes Mal, du, wenn, du hast an der Wand? Gehst, wenn du da aufs Klo gehst, ja? hast du an der Wand so 5 cm lang, 5 cm entfernt von der Klopapierrolle, ja? das ist so ein ganz kleiner, feiner Kackestreifen. Ja. Wie ist der da hingekommen? Meine Theorie ist, irgendjemand hat mit der Hand abgewischt ja. und dachte sich, ja, jetzt brauche ich Klopapier, um meine Hand sauber zu machen. Ja. Und ist dabei gegen die Kachel gekommen. Ja. Ja, wie denn sonst? Ah, übrigens, das ist die Ekeltime. Ja, aber es kann auch... Ekeltime. Aber Kacken, pinkeln, komische Sexstellung, Ekeltime. aber hätte ich heute mehr Zeit gehabt, hätte ich die gebeten, das für so. Aber es kann doch durchaus sein, dass das einfach ein Unfall war. Oder aber er hat es versucht, freihändig zu machen an der hängenden Klopapierrolle. Vielleicht gibt's auch das ist einmal, das sind die mit der Passiv-Klopapierrolle abwischen, ne? Vielleicht gibt's Weil kann man ja nicht umsonst umdrehen. Ja. Man wischt einmal mit dem Arsch dagegen, dann mhm. dreht man die ein bisschen und wieder zurück. Okay. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ja, mag sein. ja. Nur mal so als vielleicht haben wir eine dafür dritte Spezies. In welche Richtung die GIFs vielleicht nicht gehen sollten. Weil die regeln mehr auf. Nee, es ist alles erlaubt. Hauptsache, Wookie lacht. Ja. Alles. Ihr dürft auch selber Gift machen. Ich werde jetzt auch offiziell bekannt geben, dass ich bis nächste Woche 18 Uhr, mhm. Donnerstag, nicht auf den Isle of Lamb Twitter-Account gehe. So, dass du mich hier überraschen mhm. kannst. Also ist es quasi wie immer. Ich habe 5 Sekunden, bevor wir aufgenommen haben, habe ja? ich noch im Namen von uns getweetet. Ach, du hast einen Bayer in unserem Namen beleidigt? Ich habe ihn nicht beleidigt. Warum ja, soll ich ihn denn beleidigen? Keine Ahnung. Hallo, ich bin ein bisschen über Beleidigung und Sauersein hinweg. Wir sind enttäuscht. Ach so. Ja. So, Sebi, ja. nenne mir mal bitte deine Top 3 Fernsehsender die, aus den 90er Jahren. Meine Top 3 Fernsehsender aus den 90er Jahren? ARD, ZDF und WDR. Aus den 90er Jahren? Also als du in den 90ern Ach so, warst. ARD und ZDF und RTL. Das ist die Reihenfolge auch? Ja. ARD ist auf Platz 3, ZDF auf Platz 2 und RTL auf 1. Ja. Ja? Mhm. Okay. Und wie würdest du jetzt neu verteilen? ARD, ZDF, ProSieben. Hm. Was hast du gefragt? wie würde ich jetzt was? Neu verteilen? Ja, wie würdest du das? Dann habe ich richtig geantwortet, okay. Ja? Ja, ich sehe da eher so, also bei mir ist es, glaube ich, ZDF Neo, ZDF ProSieben. Mhm. Aber ich gucke kein Fernsehen mehr so richtig. Ja, ist klar, merkt man. Ich gucke die Tagesschau abends. Ja. Und dann gucke ich Twitter. Ja. Und dann gucke ich Netflix. Ja, und sonst nichts mehr. Ja, ein bisschen Dark, ein bisschen Stranger Things, ein bisschen How to Sell Drugs Online, Fast. Tatort. Bisschen Tatort, ja, Tatort. Aber Tatort gucke ich am meisten. Bisschen jede Live-Show mit Voting-System, die es im deutschen Fernsehen gibt gerade. Ja, nur, weil man da Autos gewinnen kann. Ja. Ja, passiert. Ja, stimmt. So, aber da hast du noch nie ein Auto. Warum fragst du? Einfach nur so. Aber ich aber ganz zufällig, habe ich 3 Fragen vorbereitet, Sebi. Hast du Bock, die zu beantworten? Sind die 3 Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Was sind die 3 Fragen, die ich dir? Was sind die 3 Fragen, die ich? Was sind die 3 Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Mein Name ist Wookie und ich sitze hier gerade gegenüber von Sebastian, einem der beiden drei Gründungsmitglieder, Verzeihung, von Isle of Lamb. Ich verstehe kein Wort hier drüben. Und er versteht mich gerade nicht, deswegen werde ich mal eben mein Übersetzungsohr anfassen. Und wenn ich meinen Finger am Ohr habe, wird er mich, glaube ich, jetzt verstehen. Herr Sebastian, hallo. Hallo. Hi. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses kurze Interview. Ich habe auch
nur private Fragen vorbereitet. Also genauso, wie Sie es mögen. Ne? Deswegen würde ich einfach mal starten. Welchen Tag der Woche würden Sie denn am ehesten streichen? Also Mittwoch. Wirklich komplett mit dem Setup, also mit dem Terminkalender, der da drin stattfindet. Wann nehmen wir auf? Dienstags, ne? Wir Dienstag. Nehmen auf. Okay. Nein, eher den Mittwoch. Weil Mittwoch ist wirklich, hört sich doof an, aber das ist so der Tag in der Mitte der Woche. Und das ist so am weitesten weg vom Wochenende, am schnellsten hin zum Wochenende, ja? Allerdings wäre es ja viel geiler, wäre das quasi der Dienstagabend. Du kommst aus der Arbeit und weißt dann, okay, jetzt geht's bergauf. Mittwoch ist so ein Zwischending. Das ist genau meine Meinung, Sie. Genau meine Meinung. Aber bei mir ist es halt noch gefühlt so, mittwochs um 12 Uhr auf der Arbeit, wenn dich so die Müdigkeit so langsam wieder mal erwischt, ne? Und du so meinst so, oh, jetzt ist gerade erst Richtfest. Ja. Aber Richtfest muss man ja feiern. Und wenn du Richtfest am Feierabend hättest, ist ja viel besser. Deswegen lieber Dienstagabend, Mitte der Woche feiern, als Mitte Mittwoch. Oder? Ja. Oder verstreichen einfach den Sonntag, weil dann freut man sich nicht so sehr aufs Wochenende, weil man eh nur einen Tag frei hat. Das wäre ja voll deprimierend. Keine Ahnung, wenn du nicht wüsstest, dass du zwei Tage frei haben könntest, dann freust du dich, glaube ich, auf diesen einen Tag besonders. Ja, ist okay. Ich würde ihn so heilig schätzen, ich würde wahrscheinlich nicht mal mehr Strom benutzen. Ja, weil Heilige keinen Strom benutzen. Nee, aber die Juden haben doch, glaube ich, sechs. Lass von die sieben, Juden aus dem Spiel. Die haben sechs von sieben Tagen die Woche gearbeitet und deswegen haben sie erst recht den Samstag so heilig gefunden. Mhm. Ja. Ja. Ich sag nichts über die. Schön, schön. Das wird ist mir alles auch, ist auch lieber besser so. Es gibt Menschen, die schneiden mit und machen sich irgendwelche Soundboards und so weiter. Mhm. Und dann rufen die wieder bei irgendwelchen Parteivorstädten an und bewerben sich. Ja. Was? Ach so, mit meiner Stimme bewerben als Parteivorstädte. Darf ich dieses Konstrukt weiter spinnen? Nee, wir könnten ja einfach. Aufnehmen? Wir könnten einfach. Lass mal ganz ehrlich, ich habe mir letztens überlegt, sollen wir mal versuchen. Ich glaube, es ist relativ einfach, Populist zu sein. Ja? Und ich glaube, es ist relativ einfach, in die AfD reinzukommen. Und ich glaube, es ist auch relativ einfach, in der AfD Karriere zu machen. Ja? Sollen wir, nur mal als Idee, uns in die AfD einschleusen? Zwei Jahre lang. Gibt es eigentlich einen AfD-nahen Podcast? Bestimmt. Gibt es AfD-Podcasts? Radio Braun? Weiß ich nicht. Ja, so irgendwie sowas, ja. Ne? Da heißt er nicht Podcast, da heißt dann. Volkscast. Volkscast. Der Volkscast. Übrigens Volk, ne? Volk ist für mich ein Wort, das ist nur noch negativ konnotiert. Ja, weil Volk. Hitler. Ja, und alles, was halt noch dran. Nee, hängt. Aber in die AfD einschleusen, ja, zwei Jahre so ein bisschen mitschwimmen und so ein bisschen negativ, natürlich alles so ein bisschen negativ Karma, ein bisschen, ne? Aber dann bist du in zwei Jahren Parteifurzender da, ja? Lässt sich du reinwählen. Wolltest einfach nur Parteifurzender sagen. Sowieso. Aber dann lässt sich reinwählen, setzt den Bundestag und dann sagst du, ja, alle Nazis raus. Die AfD ist jetzt die Partei, die sich für Umweltschutz einsetzt, für Gleichstellung zwischen Mann und Frau, für Toleranz in allen Gesellschaften und auch gegen die CDU, weil die CDU ist jetzt rechter als wir. Es ist ein edles Vorhaben, Sebastian. Ja. Sehr edel. Ja, wird aber schwer, glaube ich, wird schwer. Ich sehe besser aus als die Weidel und habe eine Hundekrawatte. Was soll schiefgehen? Ich glaube, die Weidel, die wohnt bestimmt in Berlin. Und die fährt auch nicht mehr selber. Aber heute auf dem Rückweg von der Arbeit habe ich das Gefühl gehabt, dass ich der Weidel entgegengefahren bin. Und heute Morgen, glaube ich, hatte ich hinter mir im Auto die Reka. Hm. Mhm. Ja. So ein random gedroppt. Frage Nummer zwei, Sebi. Ja? Was kommt eigentlich auf eine Pizza, Sebi? Salami, Schinken, Pilze, Mais, Zwiebel. Das ist meine Pizza. Wenn ich mir zu Hause Pizza mache, Soße? Kommt das Tomatensoße. Tomatensoße. Und zwar die Parmesan, nicht die Parmesan, sondern die pikante Soße von der Pizzasoßenmarke, die ich nicht kenne. Aldoro, Doro, da. Mutti? Die Pizzasoßenmarke, ja. Das ist, es gibt Pizzasoße in Doro. Doro. Ja. Es gibt Pizzadose in der Pizzasoße in der Dose. Pizzadose in der Soße. Pizzasoße in der Dose. Wir können nach Mallorca gehen. Pizzadose Pizza, in Pizza, der Dose. Pizza Doro. Ja. Genau, die einfach schön drauf auf einen guten Hefeteig verteilen. Ja? Das ist eigentlich ein Rezept, der Hefeteig, der ist von einem Flammkuchen geklaut, ja. Ich nehme auch dünn dann. Nein, ich nehme die dreifache Menge, dann ist der Pizza dick. Aber ein Flammkuchen dann wird doch nicht dick. Doch. Also, kommt. Der ja. Also du willst einfach Blech. Pizza machen. Natürlich, ich mache Blechpizza, darauf kommt die Dose Tomate, dann kommt darauf Käse, Schinken, Salami, Pilze. Warte, Käse oder Belag? Was kommt zuerst auf die Pizza? Erst Belag. Und dann kommt drüber aller Käse, der ich im Kühlschrank habe. So meistens eine Mischung. Nee, das ist eine richtige Dönermann-Pizza. Meistens die Pizzakäse-Mischung von Ja. Und wenn was Mozzarella ist, da ist, dann kommt der noch drauf. Wer sich manchmal wundert, warum Sebi so ist, wie er ist, es drauf. Könnte an den Zutaten liegen, die er sich einfach mal zu sich. Und dann natürlich noch die Pizzakräuter von Just Spice. Pizza Sebi. Okay. Pizza Sebi. Das ist Pizza Sebi. Und deine?
Meine? Ja. Ich habe eine Drunk Wookie und eine Wookie Pizza. Welche willst du hören? Du kriegst nur eine zu hören. Drunk. Drunk Wookie, alles klar. Die ist aber wirklich übel, aber die ist perfekt, wenn du am nächsten Tag auskaterst. Also, ne, man muss ja am nächsten Tag muss man ordentlich was zu sich nehmen, damit man einigermaßen klarkommt. Also, falls jemand jemals mal irgendwie in einer Nacht zu viel getrunken hat oder sonst was und sich fälschlicherweise aus dem falschen Loch entleert hat und am nächsten Tag wieder klarkommen muss, dann empfehle ich folgende Pizzakonstellation: Knoblauchrand, Sauce Hollandaise statt Tomatensauce, Mozzarella-Käse, frittierte Chicken Stripes, Jalapenos, Champignons, Knoblauchsoße und Artischocken. Ist mir kein Wunder mehr, dass du im Sitzen dir den Hintern abwischst, einfach mal. Nein, das ist, wenn man sie vorliest, ist die mega widerlich. Mhm. Aber jeder, der sie probiert hat, findet sie echt gut. Bestimmt. Das ist wirklich so. Mhm. Wir haben schon die ein oder andere Auskarterungsparty gemacht und das ist echt eine gute Pizza. Also die macht genau ihren Job. Ja, weil du bist ja sowieso komplett frei von innen, du kannst erstmal durchreinigen. Ja. Und da ist auch scharfe Soße ganz gut. Das Sriracha noch oben drauf. Das ist bestimmt, ja. Ja, super. Ja, komm jetzt. Und nüchtern übrigens einfach klassisch. Die darfst du nicht erzählen, du wolltest nur eine Pizza erzählen. Ah, okay. Gut. Na gut. Dann komme ich zur letzten und wichtigsten Frage. Sebi, ja? wir sind ja eigentlich, also jetzt, wo wir jetzt auch Autogrammkarten schon fast haben und Sticker und eine Flagge und sonst was, ne, und Trikots, eigentlich sind wir kurz davor, ein eingetragener Verein zu werden und irgendwann so richtig durchzustarten. Also wir sind diesen einen wichtigen Zuhörer eigentlich entfernt davon, wirklich, ne, und weltweit. Wir sind diesen einen wichtigen Zuhörer davon entfernt, zweistellig zu sein. Also wirklich so nah da dran durchzustarten. Ne? Ja. Und dann folgt ja alles aufeinander. Ne? Also ich meine, wenn wir wirklich an unserem Peak angekommen sind, ne, dann weiß man nicht mehr, wer Joko und Klaas ist und sonst was. Ne? Dann Schulz und Böhmermann, alte Leute Fernsehen. Ne? Genau. Das wird einfach der nächste große Hit sein. Wahrscheinlich ist also Stefan Raab wird wieder ins Fernsehen kommen, nur um Werbung für uns zu machen. Genau, und der einzige Podcast, um den wirklich nur noch geredet wird, weil es ist einfach der beste. Also es wird danach einfach nur noch Podcasts geben, die über uns reden. Richtig. Der einzige Podcast, den es nur noch geben wird, ist der Ablagestapel. Es ist die einzige logische Schlussfolgerung. Ja. Genau. Guck mal, Sebi, hast du missgebaut? Musst du dich bei Dirk irgendwie entschuldigen? Nein, ich habe gedacht, ich mache ein bisschen Kochspromo, dass er wieder zurück. Ein bisschen Name-Dropping und so. Audience-Flow, Alter. Ja, Mann. Ja, genau, hört danach den Ablagestapel. Ja. So, auf jeden Fall. Weil ihr werdet nicht glauben, über was Dirk erzählt. Ja. In Folge 13. Es geht heute nur um Haas, oder bei ihm? Ja. Ja, ja. Deswegen hast du auch geantwortet. Auf jeden Fall, ja, wir sind kurz davor durchzustarten und dann wird es halt kommen. Dann kommt das Geld, dann kommen die Drogen, dann kommen die Nutten, dann kommen die falschen Freunde und so weiter. Und dann kommen die Karrieren, die sich gabeln und so weiter. Du hast Olli Schulz gehört, ne? Es gibt genau ein Lied, das genau darum geht. Ja, ich rede nicht von Koks und Nutten. Koks und Nutten heißt es, ne? Schöner Song. Ja. Schöner Song. Ja, aber auf jeden Fall werden wir irgendwann wieder zueinander finden. Da gibt es ja irgendwann diese große Reunion, ne? Weil es ist halt so, wir sind wie Simon und Garfunkel. Ne? Wir sind wie... Aber ich bin Simon. Weißt du, wie er mit Vornamen heißt? Paul. Sehr gut. Hm. Ja, auf jeden Fall... Das war geraten. Echt jetzt? Nicht schlecht. Auf jeden Fall werden wir uns dann irgendwann wieder zur großen Reunion finden. Ne? Aber wir werden vorher beide unseren eigenen Absturz haben. Weißt du, aber die Sache wird die sein, du wirst wahrscheinlich das initiieren, dass du sagst, dass du eine Solo-Karriere startest und dann wirst du irgendwann mit einer anderen Person in einem anderen Podcast landen. Mhm. Ne? Man kennt dich. Du bist so eine Sau. Du landest irgendwann mit einer anderen im Podcast. Und jetzt die große Frage. Wer wird diese Person sein? Der Bayer. Wirklich? Weltberühmt sein, nimmst du den Bayer mit? Ja. Die müssen ziehen. Der Bayer wird die ganze Zeit im Tourbus hinten sitzen mit einer schiefen Cap und Sonnenbrille und die ganze Zeit schreien, boah, I love life is lit. So wird es laufen, genau. Es geht eigentlich nur darum, dass jemand mir halt die Bitches ankarrt, ja, die Drogen besorgt und halt ein bisschen so Equipment aufbaut. Und ich glaube, der Bayer ist da genau der 5.000 Mark Bayer. Der 5.000 Mark Bayer. Ja. Ja. Also kein Star, keine große Berühmtheit oder so? Nee, ich bin ja selber ein Star. Warum soll ich einen anderen Star haben? Also, ja. Vielleicht Lena Gerke. Wow, das war random. Das war einfach wirklich random. Das ist gerade die erste Frau, die mir in den Kopf gekommen ist. Ich habe keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich, weil sie mit Özil zusammen war. Ist wieder so schön. Also mit Özil zusammen, mit Kedira war sozusagen. Ich verwechsel die immer. Die sehen ja alle gleich aus. Ja. Das war übrigens Rassismus. Das, liebe Kinder, war Rassismus. Und deswegen weiter, ganz schnell, zu den drei Dingen. Die drei Dinge. Definiert von Sebi und Wookie. Die drei Dinge. Präsentiert von Sebi und Wookie. Und wir reden uns heute mal wieder richtig über
Ja, man merkt, wir haben heute ein bisschen Zeitdruck. Der Wookie hat nämlich gesagt, der muss in 5 Minuten los. Keine Ahnung. Musst du los oder hast du was vor? Nee, ich habe hier was vor. Okay. Gut. Darum die drei Dinge. Und zwar saß ich heute. Ja, ich möchte gerne wissen, wie du überhaupt zu diesen drei Dingen gekommen bist. Ich finde die sehr gut. Ein bisschen wenig Vorbereitungszeit, aber. Ich habe während meiner Frühstückspause habe ich mein Porridge gegessen, ja. Und habe mir dann ein Best of Family Feud angeguckt. Mit Deutsch oder Englisch? Das ist Englisch, ja. Mit Stephen Irwin, ja, oder wie heißt. Genau. Steve Harvey. Ja, ja. Sehr, sehr lustig. Man muss ein bisschen drin sein. Ist mir ein bisschen zu übertrieben, ja. Er gestikuliert viel. Und, ne? Und da habe ich mich halt gerne auch daran zurückerinnert, wie Werner Schulze-Erdl damals das Familienduell hier in Deutschland moderiert hat, ja. Ich muss sagen, bei Prism fand ich ihn ein bisschen creepy dann. Dann habe ich später auch nochmal ein Video gesehen, wie Wer wird Millionär, der erste amerikanische Millionär. Kennst du das? Hast du mal gesehen? Bei Wer wird Millionär? Der erste amerikanische Millionär, der Millionär gewonnen hat. Also nicht der Typ, der ohne Joker durchgekommen ist und dann nochmal angerufen hat. Und dann seinen Vater. Doch, da ist. Das ist aber nicht der erste. Das ist der erste Millionär. Allererste? Das ist der erste Millionär. Kurze Background. Ja, Classic Move. Da ist ein Typ halt, der ist der erste. Oder, nee, der ist der zweite Typ, dem die Millionenfrage gestellt wird. Mhm. Ja, und der ist ohne Joker durchgekommen und war bei der Millionenfrage. Und man muss sagen, dass der Moderator. Der ist halt ein bisschen arroganter als Goethe auch. Der war ein bisschen schadensfroh, ja, dass der Typ endlich einen Joker brauchte. Naja, auf jeden Fall, genau. Er hat dann gesagt, ja, ich würde gerne jemanden anrufen. Ja, dann haben sie den Vater angerufen. Und er hat dann eigentlich nur gesagt, Dad, ich brauche deine Hilfe nicht, denn die Antwort ist das. Ja, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich 1 Million genau. Dollar gewonnen habe. Richtig. Ja, und dann sah man halt große Kameraaufnahmen vom Moderator, ja, den man übrigens aus How I Met Your Mother kennt in Deutschland. Mhm. Und wie der echt angefressen war. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, okay, auch ein anderer Moderator, gleiches Format. Und dann dachte ich mir, okay, welche Moderatoren, ja, wenn wir uns frei ausdenken könnten, welche Moderatoren wären denn optimal, um eine andere Sendung zu moderieren? Ja. So etwa habe ich es vom Mann. Ja, ich habe es ungefähr auch hingekriegt, glaube ich. Also es ist relativ spontan, weil ich hatte nur einen halben Tag zum Nachdenken. Ja. Aber ich habe, glaube ich, drei ganz okay. Dann fang doch mal an. Dann bleibe ich direkt, also ich habe auch keine Reihenfolge, deswegen ich bleibe direkt bei Wer wird Millionär. Ich hätte gerne eine Wer wird Millionär-Folge mit Kurt Krömer als Moderator gehabt. Das kann ich mir gut vorstellen. Günther Jauch, weißt du, man kriegt so langsam mit Günther Jauch, irgendwie, ich glaube, der Chef von RTL sagt ihm so langsam, wenn das nicht selber ist, sagt ihm so langsam, ja komm, mach, was du willst, ne, sei ruhig frech, verarsch die Leute. In den ganzen Express-Nachrichten auf Google sieht man nur noch, das hat Günther Jauch gesagt. Das hat der und der sich getraut bei Wer wird Millionär, ja, und so weiter. Immer große Schlagzeilen. Und der wird auch wirklich langsam frech. Man merkt mal richtig, dass der Typ nicht immer Bock hat. Und das ist ja okay, das macht ihn irgendwie viel sympathischer als vorher. Aber das gepaart mit einem Kurt Krömer, den man einfach so ins kalte Wasser geworfen hat, mit der Berliner Schnauze, das könnte unfassbar, unfassbar witzig sein. Das kann mir sehr gut vorstellen. Das ist auch der sich selber ein Bierchen an den Tresen bestellt. Ja, der würde vor allem auch. Der würde auch mit einem Bierchen da sitzen. Der wird auch erstmal das Design, also egal, ob das eine Show aus Amerika geliehen ist oder so, der wird erstmal das Design ändern. Der würde erstmal gemütliche Stühle hinpacken. Ja. Dann würde wahrscheinlich Riesenstrafen zahlen. Zwei große so. Schaukelstühle. So ja, sowas. Die Leute genau. sitzen da. Und oder vom Lagerfeuer oder so. Oder, genau. oder obwohl. Krömer könnte natürlich auch. Nee, der wird ein Wohnzimmer draus machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür kenne ich ihn zu. Er ist so ein typischer WDR-Moderator. RBB. Ja, ist ja der große. Dritter Programmmoderator. Die internationale Show. Ja. Kann ich immer noch wärmsten empfehlen. Der Kurt Krömer vom WDR ist Götz Alsmann. Der hat die Kühlschrankkamera erfunden. Hat er das? Ja. Ah. Was macht die denn? Und das Beste an seiner Show war, jeder Gast musste immer ein Gastgeschenk mitbringen. Das ist ja schön. Und dann hat er sich immer sehr beschwert darüber, wenn die scheiße waren. Also der war wirklich ehrlich. Können wir auch mal einführen, wenn wir wieder einen Gast hier haben, dass die ab jetzt Geschenkepflicht haben. Okay, nächste Woche zu Gast Dirk. Wieso brauchst du mal wieder ein Brettspiel? Meine erste Moderatorin, die ich gerne in einer anderen Sendung sehen würde, wäre Judith Rakers. Und Judith Rakers würde ich... Piep. Was? Was? Nein. Ja, auch. Ja, schon. Judith Rakers. Judith Rakers ist eine verdammt hübsche Frau. Ja, aber Judith Rakers hat mehr diesen, ein bisschen dieses Strengere in sich. Ja? So, die kann mit Kandidaten umgehen, aber auch bestimmt sein. Der Schwächste fliegt. Der Schwächste fliegt. Echt jetzt? Ja. Judith Rakers in Der Schwächste fliegt. Judith Rakers steht in der Mitte und wendet sich halt immer zu den Leuten und stellt dann die Fragen und stellt dann immer, und Der Schwächste fliegt. Ja, aber ich glaube, sie würde dann weniger, also das Problem mit dieser Sendung war ja, dass, wie heißt die? Sonja Zietlow. Eben auch dieses
Verachtende mitgebracht hat. Richtig. Und ich glaube, das würde sie weglassen. Ja, und die schafft es halt, glaube ich, sehr neutral, diese Sache dann gegenüberzustehen. Die schafft es ja auch einfach, wenn Trump Scheiße gebaut hat, steht sie da und erzählt das neutral. Das ist der feine Unterschied zwischen, ob deine Eltern sauer auf dich sind oder enttäuscht. Genau. Judith Rakers wäre einfach enttäuscht von dir. Richtig. Boah, Judith Rakers als seine Mutter, ich möchte nicht, dass richtig ich, Scheiße ich möchte wirklich hat. Nicht, dass Judith Rakers enttäuscht von mir ist. Boah. Ich mochte sie auch, ich finde, das hat sie fantastisch gemacht damals beim ESC. Ja. Fand ich super. Die kann zwar nicht singen, aber die hat sie gut rausgehalten dann da. Super. Ja, ja. Das war doch die Show mit Judith Rakers, Anke richtig. Engelke und richtig. Steffen Raab, oder? Richtig. Grandiose ja. Show. War die beste ESC-Show ever. Bestes Intro überhaupt. Die ja, haben einfach wunderbar. Keinen Humor. Und ich finde, auch damals hat sich Deutschland richtig gut War das die zweite Runde von Lena oder ja, in Düsseldorf lief. Ja, war okay. War jetzt nicht so spektakulär. Also, darum geht es mir. Deutschland hat sich gut präsentiert. Ach so, ja, ja. Deutschland. Wir sind aber auch wirklich ESC-Land. Ne? Deutschland ist sowieso das beste Land der Welt. Das will ich hier mal klarstellen. Ja? Und wem das nicht gefällt, der soll bitte gehen. Ich arbeite schon an meiner AfD. Wir schneiden das in die richtigen Bits zusammen genau. und dann rufe ich mache ich mir ein Soundboard aus dir genau. und dann rufe ich dann mal erstmal bei der AfD-Hotline an. Genau, guten Tag, ist da die AfD? Ich möchte gerne Bundeskanzler werden. Ja, ja, Ausländer sind blöd. Ja, ja, genau. Aha. Ja, alle gleich. Mhm. Ja. Danke. Frau an den Herd. Noch mehr Material. Judith Rakers in der Schwester. Rudi Kjarkas. Ist zufällig der nächste Rudi Carell. Cool, ja, cool. Ich mag Judith Rakers. Ja. Ich gehe weiter. Ich gehe zu einer Kult-Moderationsfigur, die eigentlich erst. Also, war das immer schon eine Moderation? Nein. Er wurde erst später Moderator, weil er vorher anders in einer Sendung gearbeitet hat. Und er wurde. Wir machen ein Ratespiel draus. Lass erstmal den Typen erraten. Und er wurde berühmt vor allem dadurch, dass er irgendwann sehr, sehr viele Preise wegen Sexismus gewonnen hat. Ich glaube, es ist die goldene Gewürzgurke oder so. Antrag. Manuel Antrag. Hat ein Faible für Gesichtsbehaarung und kocht besser als du. Ich rede natürlich von Horst Lichter. Der Lichter, ja, der andere. Lichter, mhm. ne? Der Lichter. Oder wie wir ihn besser kennen, der Pickup-Artist der Ü50er. Ich wette, der hat ein Foto, wie er seine Zeigefinger und seinen Daumen am Kinn hat. Ja, definitiv. Mhm, definitiv. Oder halt am Bart. Ja, ein bisschen höher. Um den so hochzuholen. Ja. Nein, und zwar würde ich, glaube ich, ich würde ganz gerne mal Horst Lichter für eine Staffel und dann würde ich die Sendung auch gucken, für eine Staffel Germany's Next Topmodel. Topmodel, Germany's Next Topmodel. Ich glaube, wenn wir den volle Kanne durchbrennen lassen und machen lassen, was er will in der Show, ja. dann würde erstmal allen klar werden, was vorher durch die Show und durch die Art, wie das aufgemacht wird, ja. Eigentlich immer nur durch die Blume gesagt wird. Weil dann kommen so Sachen wie, oh, ich finde das schon lecker. Und ich glaube, es gibt einfach zu viele Zuschauer, die Sendung genau in diesem Stil gucken. Wahrscheinlich. Vielleicht wäre es einfach mal, wenn wir uns einfach mal zusammen hinsetzen, Donnerstagabends, und uns einfach mal alles zusammen über uns selber schämen, Leute. Warum nicht? Redest du denn als Ersatz für Heidi Klum oder als Assistent von Heidi Klum? Sowas quasi, Er ist der Boss. Er ist wirklich der Boss. Es geht darum, dass er entscheidet, was schön ist. Geht's darum? Kann man in Germany's Textmodel, Next Topmodel als Sendung definieren, die definiert, was schön ist? Nein. Nee, ne? Man kann da definieren, wer im Model-Business erfolgreich sein könnte, weil Standards, die das Model-Business vorschreibt, eingehalten werden. Wobei man nicht sagen kann, dass diese Standards unbedingt dem Mainstream-Geschmack des männlichen Geschlechtes oder des homosexuellen weiblichen Geschlechtes, aber vielleicht auch des heterosexuellen weiblichen Geschlechtes, was ja durchaus auch einen Geschmack haben kann, treffen kann. Bist du so der Model-Typ? Was? Bist du so der Model-Typ? Ich bin ein Model-Typ. Nee, dass du aussiehst wie ein Model, wissen wir alle, Sibi. Ich meine, deine Calvin Klein Werbung am Dom ist weltbekannt. Super Autogramm gerade kommen bald. Ja. Entschuldigung. Justin. Ganz übles Kopfkino. For Man. Kennst du die Werbung von Pulli Parade? Oder auch Toilet. For Man and a Woman. Okay, klar. Übrigens, ich muss auch schon wieder abspringen. Wunderbaren Punkt auf Reddit gesehen. So eine Pseudo-Verschwörungstheorie. The gender thematic is an invention by the bathroom company to sell more bathrooms. Ja, da ist was dran. Scheiß
Badezimmerindustrie. Ja, bitte, ja. Wo waren wir? Horst Lichter bei Germany's Next Topmodel. Ist gut, finde ich gut. Wunderbar, ich wird dann übrigens auch von der ARD produziert. Natürlich. Mein zweiter Moderator, wo ich mir denke, der in einer anderen Sendung, ein sehr geschätzter Moderator, den gucke ich mir jeden Dienstag, ich glaube dienstags ist das sogar. Dienstags. Fast immer dienstags, wenn ich nach Hause komme, da läuft er nämlich. Da kommt immer nämlich gegen 8:45 immer im WDR. Im WDR? Im WDR. Nicht immer, aber so im wöchentlichen, dreiwöchigen Wechsel zusammen mit Ralf Kaspers und noch einer neuen. Hab vergessen, wie sie heißt. Keine Ahnung. Ranga Yogeshwar. Ah, sag doch Wissen vor 8. Ach ja, das macht er ja auch, aber ich mache immer. Der kann alles machen. Ich gucke immer Quarks und Co. Ah, okay. Ja? Kommt immer im WDR, sehr zu empfehlen, ist quasi die Sendung mit der Maus für den mit 30-Jährigen. Ja. Und danach kommt Lesch Kosmos. Genau. Und ich finde, Ranga Yogeshwar ist der perfekte Moderator. Für Geh aufs Ganze. Für den Song? Nee, für Geh aufs Ganze, für den Moderator. Er steht da mit dem Umschlag. Aber ist doch die, war das mit dem Song? Okay, ja, welchen Umschlag möchtest du denn gerne? Ja, wunderbar. Ja, aber wenn du jetzt nicht den nimmst, dann senkt sich deine Chance um 33%. Genau. Ja. Du hast jetzt hier die Wahl. Dann fängt in den Produktionskosten und dem Wert dieser traditionellen Sendung ist der Zong eigentlich viel mehr wert. Und er geht da schon Warum hin. Warum reden eigentlich Leute, die erklären immer so komisch? Und er geht da schon hin und hat ein Whiteboard hinter sich, wo er dann genau die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, Tor jetzt der Zong sein könnte. Ey, mal kurze dumme Frage, weil es ist sehr lange her, dass ich diese Sendung gesehen habe. Ich glaube, ich habe die auch eher gesehen, wenn ich krank war, ehrlich gesagt. Geh aufs Ganze. Ja, aber musste man als Zuschauer eigentlich bis auf Umschlag wählen irgendwas machen in der Sendung? Umschläge wählen, Kisten wählen und Tore wählen. Aber es war nur, also ja, wenn du schon da standest, hast du mindestens ein Kuscheltier. Ja, oder und Geld. Hat irgendjemand noch so ein Kuscheltier? Bestimmt, die werden teuer, glaube ich, bei eBay verkauft. eBay bestimmt richtig teuer. Was glaubst du, was ist wertvoller, eine Diddlemaus oder ein Zong? Eine Diddlemaus, ein Zong. Zong. Das war's jetzt auch mit Bier für dich, ne? Ist okay, ist okay. Ich kann schon. Obwohl, du arbeitest immer noch an deinem. Ja, aber ich habe schon zwei Bier getrunken, ich kann jetzt nicht mehr nach Hause. Du arbeitest an deinem AfD-Verhalten. Ja. Ist noch ein paar Mal öfter aufregend und so. Ja, wunderbar, der Zong. Der Ausländer! Ranga Yogeshwar. Ranga Yogeshwar in Geh aufs Ganze. Ja. Ich schließe ab mit meinem letzten Ding. Dazu muss ich allerdings sagen, ich gehe vor einem Duo aus. Ein Duo, das viel versucht hat, viel erreicht hat. Cindy und Bert. Etwas jünger ist als Cindy und Bert und auch etwas männlicher. Joko und Klaas. Richtig. Ja. Ich muss sagen, was die anfassen, die machen schon aus viel Scheiße Gold. Also das sind die Nächsten daran, die nächsten Stefan Raps zu sein. Das finde ich einfach ganz gut, weil die auch wirklich sehr persönlich sind und sehr echt. So kommt es auf jeden Fall rüber. Ich würde die gerne mal eine Sendung moderieren sehen. Allerdings bin ich da auch ein bisschen im Clinch, weil die Person, die diese Sendung moderiert, diese Show moderiert, ist schon für diesen Job geboren. Wetten das? Nee. Haben die ja schon mal gemacht. Was? Die haben auch schon mal Wetten das gemacht. Wir gucken, Glas haben kein Wetten das gemacht. Haben die eine Show gemacht? Nein. Nee? Aber die waren auf jeden Fall im Gespräch als Nachfolger vom Lanz, ne? Mhm. Sebi hat ein sehr interessiertes Gesicht gemacht zu der Frage. Ich habe gerade erfahren, hier kam eine Einladung, gerade heute werden Einladungen per Hochzeiten per WhatsApp verschickt. Und da dachte ich gerade, oh, ja, bitte, weiter. Ich will auch gucken, ob ich eingeladen bin. Nö, kennst du nicht. Na gut. Ja, bitte, weiter. Kannst du den zurückschreiben, dass sie bei mir auch nicht eingeladen sind. So, das wäre natürlich peinlich, wenn die jetzt aber den Slot gewinnen und dann, oh, das... Das wird so komische Stimmung an meinem Geburtstag führen. Bitte weiter. Ja. nein, eine Show, die wir beide sehr lieben und schätzen. Eine Show mit dem besten Moderator für diese Show, die es bereits gibt. Aber wenn wir die zweite Wahl für diese Show haben wollen, suchen müssen, wirklich heute nicht gut mit Werben, dann würde ich gerne mal Joko und Klaas sehen, wie sie einen Versuch machen. Und am besten halt auch in guter alter Neo-Magazin-Manier. Neo-Magazin? Nein. Neo Family? Kannst du mal auf den Punkt kommen, welche Sendung denn bitte? In Zirkus Halligalli-Manier möchte ich da noch wirklich irgendwas mit Saufspektakel oder so sehen. Ich hätte gerne Joko und Klaas einmal als Moderatoren des Eurovision Song Contest. Ach so, das können wir sehr gut vorstellen. Das Problem ist ja nur, dass die Moderatoren sehr wenig zu sagen haben bei mir. Die siehst du halt am Anfang einmal. Die würden die komplette Vorspanngeschichte und so weiter komplett übernehmen. Stell dir vor, jetzt. Da habe ich die ganze Zeit an ihn gedacht und jetzt ist sein Name mir entfallen. Wie heißt denn unser wunderbarer Moderator?
Peter Urban. Peter Urban. Stell dir einfach vor, das ist ja jedes Mal, wenn das Land vorgestellt wird, ne? Dann sieht man irgendwelche Impressionen des Landes, der Person und Peter Urban spricht dazu, ne? Jetzt stell dir aber vor, dass diese Videos, die da laufen, von den beiden überrannt wurden. Und Peter Urban sich einfach mal denkt, hey, heute darf ich machen, was ich will. Dieses Jahr sind Joko und Klaas dabei. Ja, und hier sehen wir, wie Joko gerade aufgrund des lettischen Standardschnapses so richtig schön einmal rübergegübelt hat und so. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das könnte eine richtig lustige Show werden. Vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein paar Länder gibt, die sich da... Aber Paulina könnte endlich mal für Russland antreten. Auf den Schlips getreten fühlen, was? Paulina könnte für Russland antreten. Die kann für alles antreten. Die kann für alle. Die kann meine Außenministerin. Wenn ich immer AfD-Chef bin, dann kann die meine Außenministerin werden. Knack. Knick, knack. Du verstehst, was ich bei mir mache. Okay, okay, was den Sexismus in der Politik angeht, musst du auf jeden Fall noch mal ein bisschen üben. Bei mir macht es nur Knack. Ich finde es, du hast das Zitat. Ganz kurz. Hast du gestern AfD noch bei Twitter mitbekommen? So ein Bundestagsabgeordneter kann nicht mit Twitter umgehen und liked Pornos. Ja, war das der, den du in einem privaten Twitter-Account meintest, von wegen so, ey Leute, ich kann übrigens sehen, dass ihr Pornos liked? Nee, das war ein anderer. Ah. Ja, aber siehst du eigentlich mal, wer das war? Nein. Oh, schade. Aber trotzdem. Aber jetzt weiß die Person, dass du echt fair bist. Ja. Auf jeden Fall ist das ein AfD-Politiker, der hat heute Pornos geliked. Und eine Sendung, die nennt sich Kontraste, also das Politmagazin. Kontraste, die Sendung, die diese unfassbare Meinung gesammelt hat von diesen ganzen Spackos. Genau. Ich möchte heute übrigens nicht über Nachrichten mehr reden, weil es ist, im Grunde genommen sind die Nachrichten gerade richtig scheiße. Die Nachrichten ist einfach alles kacke. Keine Ahnung, ich gucke nur Express, ich lese ja nur die Titelseiten. Ja, die guten Sachen, ne? Nur die guten Sachen, ja. Die wichtigen. Hier. Übrigens ist es doch einfach eine normale lange... Und lässt wieder Titten raushängen. Sebi, ist es übrigens doch einfach eine normale lange Sendung geworden. Wir kennen uns. Ja, oh, Mensch. Wenn wir mal was zu erzählen haben, ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn wir das Stottern von mir heute wegnehmen, dann kommen wir locker auf eine halbe Stunde weniger. Sebi, dein drittes Ding. Mein dritter Moderator, wo ich mir denke, der ist gut, der braucht ein anderes Format. Ja? Und Markus zwar, Lanz bei Piep. Nein, ich möchte gerne Stefan Raab wieder haben. Okay. Und Stefan Raab soll... die Harald Schmidt Show übernehmen. Ganz interessant, weil auf Platz 4, also die Ausweichwahl für mich war, Luke Mockridge ersetzt Olli Pocher bei Harald Schmidt. Okay, das ist jetzt Olli Pocher war scheiße. Olli Pocher ist scheiße. Obwohl Olli Pocher ist mittlerweile wieder lustig und cool, weil er bei Let's Dance mitgemacht hat. Und das war richtig lustig. Das kann Sebi aus eigener Erfahrung sagen. Ja, weil ich Let's Dance geguckt habe. Klar. Du hast echt Let's Dance geguckt? Natürlich, die tanzen, das ist voll heiß. Wenn die dann so ein Flamenco aufs Parkett legen und der Lambi dann sagt... Du stehst doch nur auf die Bordetski. Auf wen? Die Evelyn. Ja. Ach, die Dumme. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass sie so dumm ist. Die ist dumm. Naja, ich glaube, die weiß sich auch zu vermarkten. Ja. Also sie ist, glaube ich, nicht... Es ist nicht so eine riesige Diskrepanz wie zum Beispiel bei Sonja Kraus damals, wo alle dachten, boah, das ist ein dummes Blondchen. Ja. Stellt sich raus, die weiß einfach genau, was sie tut. Ja. Na, wo ist die eigentlich gerade? Die macht jetzt auch nur noch irgendwelche... Die macht die Top 20. Drittsender-Quiz-Sendung mit wer weiß denn sowas aus dem Saarland, ne? Ja, aber du hast da halt Roche und so. Ist egal. Stefan Raab bei Harald Schmidt. Ist ja nicht Roche? Roche. Roche? Roche. Nicht Roche. Roche. Stefan Raab in der Harald-Schmidt-Show. Und zwar aus dem Grund, weil ich die Harald-Schmidt-Show immer witziger fand vom Aufbau her, als TV Total. Ja, aber weil TV Total war am Ende vor allem nur noch eigentlich, der Stand-Up war cool und dann war es Kommerz, weil dann kam der Gast und dann kam der Gast und dann kam der Gast. Aber das ist aber, glaube ich, ich glaube, dass Harald Schmidt die Harald-Schmidt-Show so geformt hat und Stefan Raab TV Total so geformt hat. Ja. Weißt du, das ist ja, im Grunde genommen ist das dieselbe Sendung, nur von zwei verschiedenen Köpfen gemacht. Wenn Stefan Raab die Harald-Schmidt-Show übernimmt, macht der TV Total auf Sat.1? Nein, es würde ja genauso bleiben, weil der Andrax sitzt ja auch noch daneben und der passt halt auf, dass der Raab. Aber nicht halt der Pocher. Nicht der Pocher. Der passt dann genauso auf. Und Helmut Zerlett macht auch die Band. Und Klaas und Böhmi arbeiten dann noch. Genau. Klaas hat da, glaube ich, der Böhmermann hat da mit. Der Böhmermann hat da gemacht und die Bauerfeind hat da mitgemacht. Hat der Klaas da nicht auch gehabt? Nee. Böhmermann und die Bauerfeind. Ich habe einmal bei Harald Schmidt vorgearbeitet und musste der Bauerfeind einen Monitor halten. Ja. Ja. Ist die Bauerfeind? Bauerfeind, kennst du nicht? Nee. Die hat mal Ehrensenf moderiert. Das war so ein Internet, als Internetfernsehen neu war. Bauerfeind oder Bauernfeind? Ich glaube, Bauernfeind heißt die, glaube ich. Wenn ich jetzt Bauernfeind google, was guck kommt mal nach da Bauernfeind. Raus? Ich glaube, das ist ein Begriff. Bauernfeind Köln. Das ist ein Doktor? Ah, wie heißt die denn? Die heißt doch. Ah, die! Ja. Die mit dem Muttermal am Gesicht. Mhm. Ja? Oh, die ist sympathisch.
Ja, die war auch nett. Katrin Bauerfeind. Die hat zusammen nämlich mit der, die jetzt hier mit Joko und Klaas immer moderiert. Ich. Wie heißt denn die mit Joko und Klaas immer moderiert? Oder die Joko und Klaas-Dinger immer moderiert. Ja. Janine Michaelsen. Mit der hat zusammen hat sie... Wie viele von denen sind eigentlich mal bei Johnny's Topmodel gewesen? Keine. Keine Ahnung. Die beiden haben nämlich Ehrensenf moderiert. Ehrensenf war quasi ein tägliches Internetfernsehen, wo die immer die lustigsten Links gezeigt haben. Das war so das... Bevor YouTube, weißt du? Weißt du übrigens, wer der schlimmste Gast wäre, den wir hier einladen könnten? Sophie Passmann. Die würde uns hassen. Wenn die jemals von unserer Existenz mitbekommt, die würde uns so im Grund und Boden reden. Also die kennt einen Account, der Witze erklärt. Die Existenz kennt sie. Okay, die muss aufpassen, dass sie dann Isle of Lamp nicht kennenlernt. Warum nicht? Weil die unseren Humorsexismus einfach, glaube ich, ernst nehmen würde und uns dann richtig ankacken würde. Wer uns ernst nimmt, dem ist eh nicht mit. Ja, genau. Außerdem ist mir aufgefallen... Wer uns ernst nimmt? Ich habe ja mehrmals erzählt, dass Podcasts und so weiter, dass man, kann man ja ausschalten und so weiter, ne? Ja. Als Podcaster hast du wenig Verantwortung. Ich glaube, die einzige wirkliche Verantwortung, die du trägst als Podcaster... sind die Podcasts, die aufgrund deines Podcasts entstehen. Also im Grunde genommen, für das hier... Danke, Olli. Kann man, danke, Olli und Jan für... Ja. Und vielleicht auch ein bisschen, genau, Florentin. Und wer unseren Humor nicht versteht, ja, und wer nicht weiß, dass wir hier die größte Scheiße labern und eigentlich zu gar nichts stehen von dem, was wir hier sagen, ne, der hat nichts in meinem Land verloren und soll sofort das Weite suchen und soll wieder... Podcast-Verräter, soll wieder, Podcast-Verräter. Podcast-Verräter, sag ich dann. Podcast-Verräter. Podcast-Verräter. Ja. Alles Lügen-Podcast. Ja. Sie dürfen uns hier nicht hören. Ja. Sie dürfen mich hier nicht hören. Hören Sie auf, mich ins Gesicht zu mikrofonieren. Ach, wir haben Spaß. Ja, das könnte auch aus dem Live-Intro sein. Hören Sie auf, mir ins Gesicht zum Mikrofon. Ach komm, lass uns mal. Ich möchte übrigens noch mal kurz eine Einladung ausstellen. Ja? Ja, und ich würde gerne... Geburtstag nächste Woche. Henne heißt der, glaube ich. Henne, Donny und Nils. Möchte ich jetzt in unserem Namen offiziell einladen. Herm, meinst du? Herm, Entschuldigung, Herm. Du willst den erfolgreichsten deutschen Laber-Podcast zu uns die einladen. Die haben gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, dass wir bei euch und uns und Mama aufnehmen... Ladet uns ein. Und ich finde, man kann auch Isle of Lamb sagen, ja, wir machen auch Schnittchen. Ja, und dann sitzen wir daneben und machen nix. Richtig, wir gucken dann dazu. Wir sitzen mit einer Hand im Popcorn und der anderen Hand in der Hose, ja, und hören zu. Alles klar, liebe Gästeliste Geisterbahn, wir sitzen mit Popcorn und auf Hand in der Hose. Auf euer Angebot, auf eure Anfrage, hier kommt unser Angebot, ihr dürft gerne bei uns aufnehmen. Kümmerst du dich darum? Ich mach Schnittchen. Alles klar, schreib nicht in Twitter über Isle of Lamb, sondern schreib in deinem privaten Account, damit eine Person dahinter steht. Damit die sehen, wer das ist. Verstanden? Aber ich habe doch jetzt hier schon eingeladen. Ich kann ja, aber nicht die auf Twitter. Hören das doch nicht. Ich kann nicht. Jetzt bis nächste Woche nicht auf Twitter wegen dem Gewinnspiel. Ach, dann suchst du mal übrigens, die. Ehrlich, Leute, das ist ein Gewinnspiel, das diesmal auch wirklich wieder stattfindet. Ich weiß ja nicht, wie viele Punkte ihr bei Game of Thrones gemacht habt, aber dieser Podcast, dieses Gewinnspiel findet statt. Es gab da ein Gewinnspiel? Na, haben wir nicht mal. Ja, klar. Es gab eine offizielle persönliche Aufnahme von Bayer zu gewinnen. Ja? Wer die meisten Punkte in. Du, ich habe in der Hälfte vom Game of Thrones Podcast nicht mehr zugehört und habe abgeschaltet. Das war mir zu lang. Ja, also. Apropos, müssen wir mal wieder so ein Quartett machen. Ja, weil die so gut laufen in der letzten Zeit. Ich finde die gut. Ja. Ich will immer wieder Spaß hier haben. Wer hier ist, um Spaß zu haben, der hat nichts mehr in meinem Land verloren. Podcast-Verräter. Und soll nochmal dahin gehen, wo denn der Pfeffer herkommt. Dahin, wo der Pfeffer herkommt? Da, wo der Pfeffer wächst. Da, wo der Pfeffer herkommt. Wo wächst der Pfeffer eigentlich aus diesem Spruch her? In Afrika. Ja? Ja, klar, weil da sollen die ja alle wieder hin. Ich dachte, Pfeffer ist immer eher so eine chinesische südamerikanische. Schau, lass mal aufhören. Ich glaube, das ist der größte Scheiß und das wird echt gefährlich jetzt gerade. Ja, weil ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück in den nächsten Tagen beim Ansturm deiner Karriere. Ne? Ansturm ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Ja. Ne? Der Sturm auch. Der Sebi-Sturm der AfD. Ja. Abgesungen könnt ihr. Genau. Könnt ihr selber. Hashtags davon könnt ihr selber basteln. Ja, vielleicht kriegen wir ein paar Nazis, die uns zuhören, weißt du, weil wir müssen die dann, ja, dann haben wir Reichweite, ja. Und am Ende, wirklich, also in zwei Jahren sagen wir das. Ich glaube, Nazis wissen nicht, wo man Podcasts findet. Keine Ahnung. Dann, keine Ahnung, jeder von denen kriegt einen Volksempfänger zu Hause. Volksempfänger. Und dann senden wir einfach aus unserem fahrenden Volkswagen. Unseren Volkscast. Ja. Meine Damen und Herren, Sonntag ist Suppensonntag und Montag ist Podcast-Montag. Das ist Isle of Lamb, der Podcast. Bitte verklagen Sie uns nicht. Ja. Hier ist der Sebi. Wählen Sie links-grün versifft, bitte. Oder irgendwas, was okay ist. Lieber links-grün versifft als kackbraun verstrahlt. Wunderbar. Ciao, Sebi. Und hör auf, wie so wackeln. Mein iPod. Ich wackel nicht. Okay. Tschüss.
Self-Lab, der Podcast.